Hallo alle zusammen, mein Name ist Alberto Travagli, ich komme aus Italien, aber ich arbeite als Solobassist in einem deutschen Orchester seit ungefähr 15 Jahren. Meine Ausbildung ist natürlich klassisch, aber ich habe immer Jazz gespielt und vor 2 Jahren habe ich angefangen mit Frank Herzberg zu üben und ich habe diese Methode Watts. Also weniger ist mehr, A für alle Tonleitern und S für Solfège, sehr ernst genommen, weil ich wollte unbedingt boostern mein Jazzkenntnis. Und mit Frank habe ich einen sehr erfahrenen und Experte Kontrabassist kennengelernt, der eine klare Methode im Kopf hat. Das bedeutet, durch Kodály, Solfège und gleichzeitig mit Jazz, wie kann man die zwei Sachen miteinander kombinieren? Mit Solfège. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, ti, do. Und das ist natürlich immer klar, weil die Töne sind vorgestellt in meinem Kopf und dann kann ich die sofort treffen. Das bedeutet, mit dieser Methode von Frank, Tonvorstellung im Kopf, die Tonhöhe, die Namen von den verschiedenen Noten und gleichzeitig den Klang, den wir produzieren können, entweder mit Bogen oder mit Hände. Ich mache ein Beispiel. Sol, la, di, 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 la, di, sol, di, do, re, mi, fi, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, di, sol, Und ich weiß ganz genau, wie die Töne heißen und wie die klingen sollen. Das bedeutet, wie der Frank immer sagt, auch den Ton in unserem Kopf uns vorzustellen und danach gleichzeitig spielen. Und das war immer Bom, den Punkt. Aber es war super geschafft. Deswegen stark zu empfehlen.